Road Trip again. Wir sind auf dem Weg nach Romont. Und erstmal hallo zum nächsten Follow Me Around. Ich glaube, das sind die einfachsten Videos, die ich in Anführungsstrichen filmen kann. Auch wenn mein Leben nicht so interessant ist, außer wenn ich Urlaub habe natürlich. Wir sind unterwegs mit dem Sven und mit dem Kevin. Und ja, hey. Und ja, wir wollen halt nach Romont, weil der Kevin nächste Woche zurück nach Singapur geht erstmal. Und dann kann er sich ja den Textbag holen. Genau, ganz schlau. Und ich gucke mal nach einer schönen Prada-Tasche, vielleicht finde ich eine. Ich habe da ja so eine im Kopf, aber eigentlich gehe ich ja bald auch nach Singapur, weil Kevin und Ari, also meine Freunde, heiraten dann nochmal. Und dann will ich da ganz, ganz schrecklich viel shoppen. Aber wenn man ja schon mal da ist im Outlet, kann man ja mal gucken, was es so gibt. Ja. Genauso wie im DM. Nur mal schnell gucken. Ne? Mal schauen, wie es endet. Ihr werdet dabei sein. Hier sind so viele Deutsche, die auch die gleiche Idee haben mit Shoppen. Ja, aber jetzt sind wir gleich da. Sven. Jetzt werden uns seine komischen Witze immer. Da ist schon das erste Schild. Hier, welcome. 363 Tage offen. Ich bin schon ganz kribbelig, aber das Wetter ist ganz blöd. Das heißt, wir müssten leider auch in die Geschäfte reingehen. It's open to 63 days. Ja. Kevin ist gerade ganz erstaunt, dass es so oft auf hat. 3 Euro pro Tag. 3 Euro müssen wir jetzt fürs Parken bezahlen. 3 Euro pro Tag ist sehr billig. Ja. Wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da, am besten ganz nah an den Geschäften, damit ich nicht so weit laufen muss. Wir sind da! Der Kevin hat einen pinken Schirm. Oh, das wäre eine schlechte Laune. Weil er muss jetzt shoppen mit uns beiden. Und der Kevin ist eher so vom Shoppen her wie ich. Dann macht ihr das doch euer Ding. Ne? Und er freut sich schon. You could do the thing like singing in the rain. I'm singing in the rain. I'm singing. Ja, es regnet. Yay! Ja, und da ist das Shopping Center. So. Und ihr dürft jetzt in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, was ich mir kaufe. Ob ich mir etwas kaufe? Ja. Und was es wird. Kevin hat ja das erste Teil gekauft. Sagt Hallo zu der ersten Tasche. Ist eine Superdry Pulli. Aber er ist schon in Love mit einem Prada-Schüchen und ich mit einer Tasche, aber die werde ich mir nicht kaufen. Jetzt sind wir bei... Wo sind wir, Kevin? Wir sind in Benjamin. Ja. Benjamin. Kevin sieht jetzt so aus. Kevin, wir sind bei Burberry und er hat einen Mantel an. Das Witzige war einfach, dass er ja keine lange Hose anhat. Und deswegen sah er aus wie ein Exhibitionist. Wie ein Bademantel. Ein Bademantel, sagt der Sven. Sagt der Sven. Hat der Sven gesagt. Und was sagt der Sven, welche Tasche ich mir kaufen soll? Gar keine. Ja, wir sind böse. Wir sind bei Mac. Das war auch nicht meine Auswahl. Ich wollte eigentlich was anderes essen. Aber der Sven hatte Hunger. Und der Kevin ist traurig, dass es keinen McRib gibt. Die haben ja ganz andere Frittensoße. Hui. Njam, 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 njam. Weg zum Video-Day und ich habe es endlich geschafft, diese Kamera so einzustellen, dass sie nicht im Weitwinkel ist. Ich entschuldige mich für alle Aufnahmen, die im extremen Weitwinkel entstanden sind und die dadurch, sage ich mal, nicht so angenehm zum Anschauen waren, kann ich mir vorstellen. Also mich hat das manchmal genervt beim Filmen, denn war das ja so ein mega weites Bild. Gerade die Sachen in Romont, die hätte ich ja lieber so gefilmt. Der Herr Mützenmann ist auch dabei, der guckt doch einfach mal nett. Das, ja, hey, Daumen hoch dafür, dass der Sven mal gelacht hat. Ja, und wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Video Day und ich freue mich ganz besonders auf den Tua Ling Ling und auf die Coco und wenn ich sie sehe, die Mami Seelen, Barbie Love Lipsticks und die Yamina. Die möchte ich auch sehen, ja. So, schauen wir mal, ob ich erfolgreich bin. So, und jetzt drücke ich wieder auf Stopp. Oder? Nee, wir fahren noch richtig. Okay. Das ist super! Jetzt! Ich mach den Scheiß aus. Nein, ich filme das. Nein. Doch? Nein. Man muss auch mal festhalten, wenn du nett bist. Ich bin nicht nett. Wir haben uns gerade angestritten in dem Lied. Aber das war immerhin witzig. Wir haben uns witzig angestritten. Jo, lass das doch hin.
hätte sein. Morgen startet die Revolte. Wir ersticken sie im Keim. Sollen sie kommen, diese Schuljungs, blutig schicken wir sie heim. Ja, schön ist auch. So, wer uns jetzt in die Kommentare schreiben kann, aus welchem Musical das ist, der wird im nächsten Video persönlich gegrüßt. Gegrüßt. Ja. Und kommt bei mir auf Instagrammy. Auf Instagram. Ich hab das ja jetzt auch, ich, Alter. Mhm. Netzspezialist. Easy. Ich sag da jetzt mal nichts zu, ne? Wir stehen immer noch im Stau. Wieso stehen wir immer fucking im Stau? Ich hab fucking gesagt. Ja, mach ich, wenn ich sauer bin. Wir sind endlich da nach 2,5 Stunden Autofahrt. Und endlich bin ich auch bei Coco. Dank Coco bin ich überhaupt hier, weil sie mir die Karte gegeben hat. Und? Und? Der Tomitor Liebling! Ja, und wir gehen jetzt die Show gucken und kreischen wie kleine Mädchen. Ja. Ist auch noch einer einem hinten drauf gefahren. So. Jamina, was sagst du dazu? Ich bin einfach zu alt dafür. Das sage ich dazu. Aber hey, die sind ganz. Es ist total dunkel. Es ist nach dem Videoday und wir sind auf dem Weg nach Hause. Man muss dazu sagen, der Sven und ich singen die ganze Zeit. Und ich versuche das jetzt einmal festzuhalten mit dieser Kamera. Ich kann euch nicht versprechen, dass das funktioniert. Aber wir wollen mal so tun, als hätte ich keine Kamera in der Hand. Er ist nämlich gerade Zigaretten kaufen. Und ich werde die Kamera jetzt gleich einfach hier hinlegen und weiter mitfilmen. Und hoffen, dass er es nicht merkt und dass er weiter so lustig singt, wie er es eben getan hat. Die Donau ist ein schöner Fluss. Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken! Ein belegtes Brot mit Ei. Das sind zwei belegte Brot.